Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Medienhuren. Wir haben bereits über unsere Flops gesprochen und demzufolge sind natürlich jetzt die Tops an der Reihe. Wir reden mal über die Filme, die uns dieses Jahr wirklich begeistert haben. Ich muss dazu gestehen, ich habe nicht alles gesehen, was top sein könnte. So Sachen wie Killers of the Flower Moon habe ich noch nicht gesehen. Ich habe Nee, ich auch Oppenheimer nicht. noch nicht gesehen. Den habe ich gesehen. Es gibt bestimmt noch den ein oder anderen Film, der noch auf meiner Watchlist steht. Deswegen habe ich auch keine Liste erstellen können, wie jetzt bei den Flops. Wir reden einfach mal random über die Sachen, die wir dieses Jahr wirklich toll fanden. Ja, ich kann dir sagen, ich habe Killers of the Flower Moon auch nicht gesehen, weil mein Sohn nicht mit ins Kino und war so, nö, will ich nicht. Da haben wir gesagt, okay, dann warten wir, bis er irgendwann erhältlich ist. Ich habe Oppenheimer gesehen. Er landet nicht auf meiner Top-Liste, weil er mich genervt hat. Also ich weiß, dass der bei ganz vielen Leuten Platz 1 ist. Und ja, ich meine, Christopher Nolan könnte das Berliner Telefonbuch verfilmen und alle würden sagen, boah, das Beste, was ich je gesehen habe, war das gut. Aber nein, er ist auch ein guter Regisseur und optisch sieht das Ding auch toll aus. Hat auch tolle Schauspieler. Josh Hartnett und Matt Damon sind meine Highlights, aber auch Robert Downey ist super. Cillian Murphy macht natürlich auch einen guten Job, wobei er nichts anderes macht, außer in der letzten Hälfte traurig zu gucken, weil er hat ja die Bombe gebaut. Der Film ist total nervig gewesen, weil er in der ersten Hälfte mit den typischen Christopher Nolan-Zeitsprüngen kommt, ohne dir auch nur eine Jahreszahl irgendwann mal in den Raum zu werfen, sondern du musst einfach überlegen, wann könnte das jetzt sein? Ist das jetzt ein anderes Mal? Also diese Spielereien, die das bei dem Biopic für mich der Tod sind, und dann ist das Ding mit 3 Stunden auch einfach zu lang. Mit Frauen kann Christopher Nolan immer noch nicht umgehen. Das heißt, Emily Blunt ist die Ehefrau von Oppenheimer. Die taucht kurz auf, dann ist sie mit ihm verheiratet und dann taucht sie erstmal 1,5 Stunden gar nicht mehr auf. Und Florence Pugh darf dreimal nackt durchs Bild hüpfen und dann ist ihre Was Rolle auch jetzt nicht beendet. das Das Schlechteste habe ich auch ist. schon immer gesagt. Das ist in Ordnung, aber man hätte ihrer Rolle vielleicht dann auch noch ein paar mehr Szenen geben dürfen. Und das letzte Drittel mit Robert Downey, dann diese Verhandlung, das ist total. Also ich fand es Ulke. total anstrengend. Ja, vor allen Dingen ist es dann ist das mit Robert Downey, sind alle Szenen schwarz-weiß, weil die Fernsehübertragungen so waren. Also optische Spielereien, wo ich denke so, das bringt die Geschichte für mich nicht weiter. Mich hat Oppenheimer tatsächlich, also nach Tenet, der zweite Christopher Nolan, der mich echt angeödet hat. Und Barbie habe ich im Kino gesehen, fand ich auch gut, aber nicht so gut, dass ich sagen würde, ey, das war jetzt so ein Knaller. Ja, ich Ja. fand den auch wirklich gut und er hat mich sehr gut Ja. unterhalten, aber das Ne? war jetzt für mich nicht das Meisterwerk, zu Nein. dem es von vielen erkoren wurde. Nein. Ja, Ne? aber definitiv aber eines der sehenswerteren Filme des Ne? Jahres. Also, ja, Aber ich auch würde ihn nicht. auch nicht auf meine Top-Liste jetzt Nein. unbedingt Genauso setzen. wenig Fast and the Furious 10 oder Fast X, der knapp an meiner Flop-Liste vorbeigeschrammt ist, aber auch nur, weil diese Anfangs-Action-Szene ganz cool ist und weil er irgendwie, obwohl er strunzend doof ist, relativ zügig in den 2,5 Stunden vorüberging, war aber ein totaler Kackfilm. Nicht ganz so scheiße wie der 9., aber auch totales. Also Ja, da fliegt dir das Hirn raus und der war einfach auch doof. Und die auch, ich. dass man diese Geschichte auf zwei Filme aufteilen musste, ist auch völliger Nonsens, weil es gibt gar keine Geschichte. Die Zeit, in der Fast and Furious mit seiner Over-the-Top-Unterhaltung irgendwie noch lustig gutierbar war, war nach Ja. Teil 8 dann auch vorbei. Ja. Da ist dann fertig. Also ich weiß auch nicht, warum er das auf zwei Filme aufgeteilt hat. Ich gucke mir den 11. sicher an, aber naja. Ja. Auch auf zwei Filme aufgeteilt und ist dann schon auf meiner Top-Liste, ist Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1, der im Kino gnadenlos gefloppt ist, weil er eine Woche vor Barbenheimer anlief. Und ich fand den fantastisch. Ich fand ihn nicht so gut wie den sechsten. Das stimmt, der sechste ist immer noch so das Top-Ding Ja, aus der ne? Reihe, aber der achte ist wirklich von vorne bis hinten ein Ja. mitreißender Action-Blockbuster, Tom Cruise in Bestform, spannend erzählt, ganz tolle Action-Set-Pieces, allein schon der Anfang, die Nummer auf dem Flughafen und das Ganze Ja. ist wirklich so gut gemacht. Also ich habe mich wirklich blendend unterhalten gefühlt im Kino. Ja.
Und ich finde es schade, dass der so abgewatscht, also was heißt abgewatscht, wurde er nicht, aber er ist untergegangen einfach. Er ist schon abgewatscht worden. So. Ja. Die Kritiker waren alle wohlwollend und das Publikum sagte sich, nee, wir wollen Barbie gucken. Ja, Und Oppenheimer. ich glaube, sein größtes Problem war wirklich, dass er eine Woche vor Barbie und Oppenheimer gestartet Ja, ist. und auch ganz viele sagten, den halben Film will ich nicht gucken, wo ich dachte, ey, sie hätten dieses Teil 1 niemals daran schreiben dürfen. Sie Ja. hätten einfach mit dem Cliffhanger enden, was ist denn so ein grandioser Cliffhanger ist es ja noch nicht mal. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, oh mein. Ne? Es ist nicht so schlimm wie Geheimnis Ihrer Majestät, wo Mrs. Bond erschossen wird und der Film dann in den Abspann geht. Nee. So dramatisch ist es hier nicht. Es ist durchaus sehenswert. Es ist schade, dass wir jetzt bis 2025 aus verschiedensten Gründen warten müssen. Es ist schade, dass der nächste Film nicht Dead Reckoning Teil 2 heißen wird. Das macht es dann völlig verwirrend, weil sie jetzt gesagt haben, nee, dann wollen wir den Titel auch komplett ändern. Hä? Ja. Was immer sie sich dabei denken, keine Ahnung, ob sie denn erwarten, dass dann mehr Leute reingehen. Aber Ich auf fand jeden den. Fall werde ich den mir auch im Kino wieder ansehen, Ja, weil ja. Da waren wir als Familie drin und alle kamen raus und sagten, boah, war das geil. Ne? ja. Also auch die Kids saßen da und sagten, boah, das hat richtig Spaß gemacht. Also nach Top Gun 2, der nächste geile Tom Cruise-Film hat Laune gemacht, gehört für mich zu den Top-Filmen des Jahres. Scream Ja. 6 gehört auch nicht zu den Top-Filmen des Jahres. Dafür war mir einfach strunzend Nein. zu doof. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Fand ich aber trotzdem noch unterhaltsam genug, dass ich ihn Ja. jetzt nicht in meine Flop-Liste packen Ja. würde. Ja, in meiner Flop-Liste knapp vorbeigeschrammt ist auch Thanksgiving, den ich im Kino gesehen habe. Der auch. Ja, der Dem, war. ich mochte den. Ja, der hat ein paar perfide Morde, deswegen macht er Spaß. Aber es ist auch so, ey, ähnlich wie bei Scream 6 ahnst du nach 2 Minuten, wer der Mörder ist. Ja, also Das ist sie, nicht, das, du siehst es also. an der Besetzungsliste. Ja, an dieser Murder Mystery, da will ich mich jetzt gar nicht dran aufhängen. Ich mochte Ja. Thanksgiving, weil ich, es ist jetzt auch nicht in meiner Top-Liste, aber Nein. ich mochte ihn, weil er sympathisch genug ist, weil er weiß, dass er ein Slasher ist und du merkst, dass Eli Roth auch nicht, der hatte auch nicht vor, mehr zu machen als einen ordentlichen Nö. Slasher, so im Geist der 80er. Und ich finde, wenn man sich darauf einlassen kann, und ich mochte es auch, dass man nicht irgendwie alles Meta sein muss und dass wirklich alle Charaktere so unfassbar self-aware sind, sondern Ja. es ist wirklich einfach so ein Slasher wie Thanksgiving, der wäre in den 80er Jahren Hit gewesen. Ja, ich hatte auch meinen Spaß. Was ich relativ öde auffand, was auch so ganz weit vorangeschaut ist, ist Tribute von Panem, der neue. Fand ich, sind ja alle ganz begeistert. Ich fand den stinkend öde. Ich fand den ganz furchtbar. Und das neue Schneewittchen als Heldin funktioniert überhaupt nicht. Die singt die ganze Zeit, die singt sogar die Giftschlangen, die ihr da nichts tun. Und die hat keinerlei Charakterzeichnung. Und er ist, also der junge Präsident Snow, du weißt, das ist ein Arschloch, der ist hier auch ein Arschloch. Und mit dem sollst du mitfiebern. Das hat mich total gelangweilt. Das Den habe ich mir hat. auch nur angeguckt, weil Thanksgiving in der Spätvorstellung lief und ich zu früh da war und dachte, du musst die Zeit irgendwie totschlagen, guckst du den noch? Brill. Ja, also Tribute von Panem, das hat mich schon nicht interessiert, als der erste Teil rauskam. Und das interessiert mich jetzt schon mal gar nicht, dass jetzt irgendwie nochmal versucht wird, diese IP nochmal irgendwie am Leben zu erhalten. Was mir richtig, richtig Spaß gemacht hat, und ich weiß, dass da viele Horrorfans sagen, nö, der davor war viel geiler, finde ich nicht, Evil Dead Rise. Mit Evil Dead Rise hatte ich richtig Spaß. Ja, der ist nicht so hart wie das Evil Dead Remake, das ich gar nicht so sehr mochte, weil ich da alle Figuren unsympathisch fand, weil ich bei Evil Dead Rise die Figuren nämlich alle sympathisch fand, was es mir leicht machte, mit denen mitzufiebern. Ich fand, der gibt Vollgas. Ja, der hat ein paar Computereffekte, die nicht so gut aussehen, aber braucht 10 Minuten für die Charaktereinführung und dann ist Terror im Hochhaus angesagt. Und das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Für mich einer der großen, der erfreulichen Überraschungen dieses Jahres. Ja, das sehe ich genauso. Ich fand Evil Dead Rise, ich fand den Vorgänger, das 2013er Remake, Reboot, was auch immer, den fand ich noch einen Tick besser, weil er konsequenter war. Ich Der ist mochte, heftiger auch. ja, das auch. Ich mochte aber den Evil Dead Rise auch total gerne, weil ich finde, das ist einfach ein 90-minütiger Horrorfilm, wie man sich wünscht, der auch mal wirklich nicht versucht, so elevated-mäßig irgendwie dich es zum Denken anzuregen, sondern da sollst du einfach 90 Minuten Laune und Spaß mit haben. Und das finde ich einfach für Genre-Fans, also Fans von solcher Art Filme, war das das perfekte Ding 2023. Welchen Film ich auch noch sehr gut fand, der an den Kinokassen total untergegangen ist,
war Renfield. Ja, den fand ich auch lustig. Also jetzt kein Knaller, aber Nein, lustig. aber den mochte ich total gerne. Klar, man kann sich darüber streiten. Ich fand jetzt diese Awkwafina-Rolle nicht so geil. Nicholas Holt war aber Ich klasse. fand Nicholas Hoult klasse. Ich fand den Ansatz wirklich gut. Ich fand den schön, wie er konsequent auch ordentlich auf die Splatter-Tube drückt. Ich fand Nicolas Cage als Dracula fantastisch. Also du merkst, er hat da richtig Bock drauf gehabt. Und das Ding geht ja auch nur 90 Minuten. Also das ist Ja. so wieder die Rückkehr so dieser wirklich kurzweiligen Filme. Renfield ist sicherlich kein Knaller, der hat seine Schwächen, aber der ist einmal 90 Minuten Action-Horror-Fun, wie man sich's wünscht. Und mit dem hat man einfach eine super gute Zeit. Wirklich tolle Gags drin, gute Action-Momente teilweise und wirklich gut aufgelegte Darsteller. Ja, Renfield ist Daumen hoch. Ja, für mich ist Daumen hoch auch absolut. Da waren wir auch im Kino, da konnte mein Sohn nicht mit, weil er lag leider krank mit Grippe im Bett zu dem Zeitpunkt. Aber meine Tochter, wo ich dachte, die wird den Film bestimmt hassen, weil die mochte die Filme alle nicht. Aber, und auch meine Frau so, oh, müssen wir das gucken? Und dann kamen wir aus dem Kino und hatten uns Godzilla Minus One angeguckt. Und ich war erstaunt, dass Frau und Tochter rauskamen und sagten, boah, bester Monsterfilm seit Ewigkeiten. Und das ist tatsächlich richtig. Der Film ist grandios. Ich hatte echt das so, naja, japanischer Godzilla-Film. Wir kennen die Gummianzugs-Sachen. Die sind sehr charmant, aber die sind meistens nicht so richtig gut. Das Ding hier ist ein Kracher. Also erstmal ist es jetzt Computereffekt. Es sieht sehr gut aus. Also es ist, 15 Millionen hat er gekostet. ja, und ganz ehrlich, er sieht tausendmal besser aus als Expendables 4 oder als Fast, als die schlechten Computereffekte im 250 Millionen Dollar teuren Fast X. Er sieht einfach richtig gut dafür aus. Godzilla ist nicht dauerpräsent. Sie konzentrieren sich auf die Charaktere. Das ist eine tolle Geschichte. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, er ist Kamikaze-Pilot, der unter dem Vorwand sagt, meine Maschine ist kaputt, auf der Insel notlandet und die sagen, da ist kein Fehler, du willst nur nicht sterben. In dem Moment greift Godzilla an, da noch relativ klein, tötet alle bis auf ihn und einen einzigen. Und er muss ja zurück in seine Heimat. Da ist seine Eltern sind tot, alles ist zerstört, eine geile Kulisse. Und da kommt eine junge Frau mit einem Baby und die sagt, das ist nicht mein Kind. Ich habe die Eltern verbrennen sehen und ich muss dieses Kind großziehen. Ich habe nichts zu essen. Und die tun sich zusammen, die haben keine richtige Beziehung, die leben zusammen, er sucht sich einen Job, er sucht dann diesen, dann er holt sich einen Job, der sehr gefährlich ist, und zwar sind sie mit dem Fischerboot unterwegs und suchen Minen aus dem Zweiten Weltkrieg, die sie aus dem Wasser fischen sollen, und dabei treffen sie wieder auf Godzilla, der dann irgendwann Japan angreift, und das Ding ist richtig gut. Godzilla ist eine miese Bestie. Es ist geil, wie sie auch diesen Atomstrahl aufbauen, weil sie sich die Zacken so, weil sie einfach zu machen. Das machen sie auch nicht inflationär, das kommt nur selten. Und es ist ein wirklich packender Film, der auch traurig ist und der wirklich von seinen Figuren allem wirklich funktioniert. Ganz toll. Also lief bei uns ja nur klein im Kino, läuft immer noch mal manchmal in Spätvorstellungen und so. Ja, Und der ist ist, richtig erfolgreich. ja, und in Amerika ja auch. Der hat ja auch da Ja. richtig, der hat richtig Kohle gemacht. Und wow, dagegen kann der nächste Kong gegen Godzilla, wo der Trailer schon scheiße aussieht, mit dem pinken Godzilla und Ich dem fand Baby schon den Kong. ersten Godzilla vs. Kong schon Ja, mies. fand ich auch schon schwach, aber den Trailer zum neuen finde ich noch viel schlimmer. Ja. Da siehst du alles, was man falsch machen kann, macht man falsch schon im Trailer. Und auch mit irgendwelchen Untergrundwelten, wo ich mir denke, so, nein, die Monster müssen durch die Großstadt rennen. Ich Und habe genau das, hab ja. Godzilla Minus One noch nicht gesehen, aber den will ich mir unbedingt angucken. Mach es, mach es. Es lohnt sich total. Weil du gerade gesagt hast, Godzilla Minus One als Beispiel für gute Effekte, würde ich noch The Creator in den Raum werfen. Ein Den ich Science-Fiction-Film, der leider auch ein bisschen untergegangen ist von Gareth extrem, Edwards. extrem. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Der ist natürlich, bedient er sich etablierten Science-Fiction-Tropes. Du hast hier ein bisschen Terminator, da ein bisschen Blade Runner. Er zitiert auch in vielen Szenen, also auch rein optisch, auch schon seinen Rogue One-Film, den er für die Star Wars-Reihe gemacht hat. Den ich geliebt habe. Den ich auch toll fand. Klar, The Creator ist keine originelle Story, sondern baut einfach nur Versatzstücke zusammen. Geht um künstliche Intelligenzen und der Versuch der westlichen Welt, die KI, die besonders in Asien auf Vormachtstellung ist, natürlich auszuschalten, weil eine Atombombe von einer KI gezündet Los Angeles zerstört hat. Aber dass der Film
Da kann man sich drüber streiten, ob man jetzt sagt, ja, das ist, ich finde das einfach langweilig oder scheiße oder ich habe das schon irgendwo mal besser gesehen. Die Story funktioniert aber in meinen Augen und der Film sieht fantastisch aus, weil du merkst, dass einfach der Regisseur Gareth Edwards diesen Film on location gedreht hat und dann lediglich durch CGI-Details noch unterfüttert hat. Also du hast noch so irgendwie so Assets drin und das sieht so gut aus. Und das sieht so, also du siehst alles, es ist nicht, es ist so glatt gebügelt, es ist alles haptisch, es wirkt alles greifbar und der zieht dich in diese Welt halt einfach saugut rein. Und deswegen The Creator für sein, ist wahrscheinlich, Dune 2 haben wir ja dieses Jahr nicht sehen können, der ist ja verschoben, war das eigentlich der Science-Fiction-Film des Jahres? Habe ich auch total Bock drauf, hatte ich noch keine Zeit zu gucken. Da habe ich im Der Kino leider verpasst. lohnt sich. Glaube ich, das glaube ich auch. Ich habe noch einen, der sich definitiv lohnt und Und der gerade, ja? der hat 80 Millionen gekostet. Ja. Der hat 80 Millionen gekostet. Ja. Wenn du den siehst, wirst du dir denken, der hat 80 Millionen gekostet mit den Effekten. Ja, das ist der Witz, so, dass die kleineren Filme, also die Filme, die bescheidener sind, tatsächlich mehr rocken als diese ganze Ja. gigantomanische, ne, wir müssen über 200, Weil 300 Millionen reinballern. halt auch The Creator jetzt nicht nur vor Greenscreen gedreht ist, Ja. sondern, ne, sondern du hast wirklich Sets. Ja. Ja, ich habe einen Film noch gesehen, den habe ich in einem Special Screening gesehen, 2 Monate vor dem Weltstart, im englischen Original, was bedeutet, dass der Film zu einem Drittel auf Deutsch ist, was ich auch nur empfehlen kann, den im Original zu gucken. Der läuft gerade noch im Kino und ich habe gedacht, das wird bestimmt scheiße. Und kam raus und es war ein Pressescreening, wo alle rauskamen, wo alle sagten, wow, das hatten wir gar nicht erwartet, das ist ja richtig gut. Definitiv der beste deutsche Film des Jahres. Girl, you know it's true. I love I love you. you, and it's Ja, der true. Milli Vanilli-Film von Simon Verhoeven, der ja so was Schreckliches wie Willkommen bei den Hartmanns gedreht hat, wo ich schon dachte so, ich will es nicht gucken, ich will es nicht gucken. Mit Matthias Schweighöfer als Frank Farian. Und ich dachte so, ich will es nicht sehen. Frank Farian wird klasse gespielt von Matthias Schweighöfer. Der macht das richtig gut. Die beiden Rob und Fab, die sie gecastet haben, die Newcomer sind, sind perfekt gecastet. Die sehen nicht nur genauso aus, die spielen auch richtig gut. Und das Ding ist ein 2 Stunden kurzweiliges Biopic, das sich nicht verstecken muss zwischen den hinter den letzten Biopics aus Hollywood. Der ist richtig, richtig, richtig toll und absolut sehenswert. Also, das ist auch so ein Film, bei dem ich am Anfang dachte, so, oh. Ich meine, diese Milli Vanilli Story ist schon interessant. Also, es ist, lohnt sich, glaube Ja, ich, da schon, das irgendwie ja. mal als Film umzusetzen. Aber ich dachte dann auch, oh, deutsche Produktion, oh, Matthias Schweighöfer als Ja, Frank nein, Farian. und das ist gut. Es ist richtig Ja, aber gut. ich habe jetzt auch so viele positive Stimmen gelesen. Also, den werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Das macht das. Das Ding ist wirklich, also das war die Überraschung des Jahres für mich, muss ich sagen. Also noch mehr als Godzilla. Mein bester deutscher Film des Jahres, den ich gesehen habe, ist Sonne und Beton. Stimmt. Auch gut. Ein ganz fantastischer Film, bei dem du eigentlich gar nicht merkst, dass er aus Deutschland kommt. Also, ne, wenn du Ja, jetzt, ähnlich. klar, du, aber ich meine jetzt nicht von der Geschichte her, sondern vom Style einfach. Ich finde, der erinnert mich so ein bisschen immer an diese französischen Jugenddramen, so ein bisschen Problemdramen. Der sieht wahnsinnig gut aus. Der hat ganz tolle Darsteller, ganz tolle Kinderdarsteller vor allem. Ja, die haben sie Und von der Straße weggecastet. genau, die haben sie teilweise von der Straße weggecastet. Felix Lobrecht, der Comedian, hat ja die Romanvorlage geschrieben und hat auch den Film mitproduziert. Erzählt so die Geschichte im Jahr 2003 in einem Problembezirk, wie damals die Menschen unterhalb, also an dieser Armutsgrenze von diesem kommenden Hartz-Gesetzen und so leben. Und ist wirklich ein ganz fantastisches Gesellschaftsporträt, ist spannend, ist witzig, ist dramatisch, ist total mitfühlend und ist auch um Gottes Willen nicht langweilig. Und du hast ja immer so Dinge, dass so deutsche Filme, dann, das kann man mal so schwer beschreiben, aber du denkst dann so, ja, das fühlt sich so deutsch geactet, weißt du, so, ne, Ja. du merkst immer, wenn es aus Deutschland kommt, hast du bei dem Film tatsächlich nicht. Also Nee. ich habe, wie gesagt, Girl, you know it's true nicht gesehen, aber von dem Film, den ich gesehen habe, war Sonne und Beton wirklich, Ja. der wäre auch oben in meiner Top-Liste tatsächlich. Ich fand den Ja. richtig, richtig, richtig toll. Ja, die fand ich auch gut. Einen kleinen Geheimtipp, den ich noch habe, den ich hier nochmal an dieser Stelle anbringen möchte, und zwar ein Netflix-Exclusive, das wirklich lohnt, und zwar ist es Nyad mit Annette Bening und Jodie Foster.
Okay, ach ja, Ein habe ich. Film ist auch quasi, naja, so eine Art Biopic über die Leistungsschwimmerin Diane Nyad, die sich vornimmt, von Kuba nach Miami zu schwimmen. Und da mehrere Versuche, also es basiert auf einer wahren Geschichte, sie hat es auch am Ende irgendwann geschafft, nach mehreren Anläufen. Und das ist ein ganz fantastischer Film mit einer ganz tollen Annette Bening, mit einer ganz tollen Jodie Foster, so einer dieser typischen Uplifting-Filme. Weißt du, du guckst dir mit und fieberst mit, packt sie's und ne, ganz toller Soundtrack und der tolle Bilder und der zieht dich einfach richtig mit. Also der ist wirklich, da gehst du raus mit einem super guten Gefühl. Ja. Also wer den nicht gesehen hat, mit den haben nicht so viele gesprochen, der ist exklusiv bei Netflix erschienen, den kann ich nur empfehlen. Nyad, also Nyad, wer den nicht gesehen hat, Empfehlung. Auch empfehlenswert, auch Netflix Exclusive. Also nicht mein Lieblingsfilm des Jahres, aber durchaus sehenswert. David Finchers The Killer. Den hätte ich auch noch auf dem Zettel gehabt, ja. Den Ja, mochte ich der auch ist. sehr. Ja, also Michael Fassbender, der nach längerer Schauspielpause wieder zurück ist und irgendwie so ein bisschen aussieht wie Bryan Cranston, habe ich das Gefühl in diesem Film. Ja, tatsächlich. Der eben aus dem Off, wie bei Fight Club, aus dem Off erzählt, eben seinen Job als Profikiller und der alles präzise macht und dann eben doch einen Fehler begeht, der das ganze Kartenhaus zum Wanken bringt und der ihn zwingt, seine Auftraggeber auszuschalten und dabei wirklich konsequent vorgeht und auch wirklich Leute, also der lässt keine Zeugen und das ist teilweise so, denkst du so, oh, ich sage nur Stichwort Taxifahrer und lass ihn leben, auch bitte lass ihn auch scheiße. So, es ist, das Ding ist wirklich konsequent gut und geil gefilmt und hat eine tolle Atmosphäre und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ist halt auch super inszeniert, also weil auch David Fincher so diese Präzision, die dieser Profi an den Tag legt, ja auch Ja. auf seine Inszenierung überträgt. Also Ja. du denkst so, jede Einstellung ist perfekt austariert, ja. Ja. Ich fand auch allein diese Eröffnungsszene in Paris fand ich so gut. Also da war Ja. ich schon voll drin. Ich Ja. fand es überraschend für David Fincher, weil es ja eigentlich so eine klassische B-Movie-Story ist, ne? Irgendwie Ja. Auftragskiller und muss dann irgendwie, steht dann auf der Abschlussliste. Das ist ja so ein Trope, das haben wir ja schon in 20 Trilliarden Filmen gesehen. Und ich finde es hier Ja. so gut und mal nicht so auf Action getrimmt. Also es ist kein Actionfilm. Er hat eine Null. geile Action-Szene, Ja, eine gibt's. die ist fantastisch. Und der Rest ist einfach ein spannender Thriller, der sich wirklich lohnt und bei dem ich wirklich bis zum Ende dran geblieben bin. Ganz toll. Also The Killer weiß ich auch nicht, ob der in meiner Top 10 wäre, aber wäre nah dran zumindest. Ja. Ich hab noch Blockbuster. Marvel hat dieses Jahr so ein bisschen verkackt mit The Marvels. Ich denke, der einzige Film, der auch an den Kinokassen ein positiver Ausschlag nach oben war, war ja Guardians of the Galaxy Volume 3. Über den Ja, will haben ich wir gar nicht nicht gesehen. so viele Worte verlieren. Ich fand den toll. Ist ein toller Abschluss für die Guardians. Ist eine sehr emotionale Geschichte. Geht sehr ans Herz. Hat den üblichen James Gunn-Humor. Sieht im Gegensatz zu den anderen Marvel-Filmen wirklich gut aus. Und also wenn ihr einen Marvel-Film dieses Jahr guckt, dann Guardians of the Galaxy Ja, Volume den wollte ich auch 3, nochmal sehen. der lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Ich ansonsten, habe noch ja. zwei, drei Titel. Ja, hau raus. Einmal den neuesten Steven Spielberg-Film, The Fablemans, der gar nicht, habe ich das Gefühl, gar nicht so mega gut wegkam. Ja, ich fand den, also der hat teilweise echt den Zauber eines alten Spielberg-Films. Also gerade wenn Spielberg, also der junge Spielberg, der junge Fableman, er inszeniert sich ja quasi selbst, die Kamera in die Hand nimmt, dann ist das, und seine ersten Filme dreht, dann ist das total geil. Allein wie er die Einschüsse, wie die Schussdinger macht, indem er Löcher ins Bild stanzt und so. Ja. Das fand ich total toll. Ich fand ihn auch sehr sympathisch gespielt. Es hat so ein kleines Geschmäckle, wenn ein Filmemacher seine eigene Lebensgeschichte selbst verfilmt. Wo ich dachte, da ist schon so ein bisschen Arroganz mit bei und es ist auch alles sehr geschönt. Also seine Mutter gerade kommt ja dermaßen gut weg, aber sie spielen auch alle toll. So Ja, auch sie sp Seth Rogen, spielt toll. der spielt richtig toll und eine Figur, die man auch durchaus hätte unsympathischer anlegen können, Natürlich. aufgrund dessen, was sie macht. Aber nein, der ist durchaus sehenswert. Der hat eine tolle Schlusseinstellung, die mir sehr gefallen hat. Ich fand, Und klar, du hast recht, es hat immer so ein bisschen was, wenn so ein Regisseur seine eigene Lebensgeschichte verfilmt. Fand ich jetzt aber weit weniger
irgendwie arrogant und egozentrisch, wie Kenneth Branagh das mit Belfast gemacht hat. Ja. Ich mochte The Fablements. Ich habe erst nicht so richtig Lust auf den Film gehabt, weil ich gedacht habe, so, oh, wieder sowas Autobiografisches, Ja, Dramatisches. ist aber kurzweilig. Ist aber total kurzweilig und der hat einfach wirklich, du hast schon erwähnt, diese Magie und der hat mich richtig reingezogen. Also ich war wirklich von Anfang bis Ende dabei und der hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, finde ich, mit eines der besten Spielberg-Filme der letzten Jahre Ja, tatsächlich. was allerdings muss man auch sagen, also West Side Story zum Beispiel hat mir gar nicht gefallen. Den habe ich nicht geguckt, das Das hat mich nicht war, also interessiert. das war wirklich überflüssig. Das war so überflüssig. Den braucht man nicht. Also dann kannst du das Original lieber gucken. Ja. Also er hat zuletzt ja auch nicht mehr so, aber Fablemans ist durchaus sehenswert, das stimmt. Genau. Schön gefilmt und ja, Da schönes denke ich altes mir, Werk. gebt dem mal eine Chance. Ich fand auch noch der beste Animationsfilm für mich dieses Jahr, Spider-Man Across the Spider-Verse. Habe ich noch nicht gesehen. Den fand ich fantastisch. Den fand ich fast nahezu genauso geil wie den Vorgänger. Ist animationstechnisch wirklich State of the Art. Habe ich schon gehört, ja. Also ist total rasant kurzweilig. Also der flasht dich einfach nur weg und du bist da wirklich total drin. Und er hat Humor und er ist aber nie so quatschig. Er ist wirklich ganz tolle Ideen drin. Und da freue ich mich schon auch auf die Fortsetzung, die ja kommt. Bin ich total drin. Finde ich, das ist das Einzige, was Sony in den letzten Jahren aus diesem Spider-Verse Positives rausgezogen hat. Den Rest kannst du alles knicken, außer hier die Animationsfilme. Das ist wirklich richtig, richtig stark. Dann hat mir auch noch sehr gut gefallen Pearl. Ja, Pearl, oh ja, Pearl ist auch tatsächlich ein richtiger Knall. Finde ich sogar deutlich besser als X. Ja, genau. Also ich fand den fantastisch, weil er einen ganz anderen Ansatz hat, nicht so diesen Slasher-Ansatz. Ist ja fast ein Drama, ist ja Zauberer von Oz als Horrordrama so ungefähr. Ja. Nee, fand ich toll inszeniert, ganz Geile stark, Optik. tolle Bilder. Mia Goth ist geboren, um diese Rolle zu spielen. Ja. Pearl ist ganz fantastisch. Ich weiß nicht, ob ich von dem Nachfolger, der hier kommen soll, Angst oder haben soll oder mich Maxine, darauf freuen soll. ich freue mich drauf. Ich freue mich auch mal vorsichtig drauf, solange Da jetzt kein spielt West. Michelle Monaghan mit. Und das ist auch gut. In einem Film, der um Pornofilme geht. Count me in. Ja, nee, Pearl ist wirklich empfehlenswert. Ist wirklich einer Ja. der ganz starken Filme, die so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind in meiner Wahrnehmung. Ich möchte noch eine Doku empfehlen, die Ennio Morricone-Doku Ennio. Die kam ja bei uns dann direkt im Heimkino raus. Auch eine ganz tolle Dokumentation über Ennio Morricone. Wer so ein bisschen was für Filmmusik übrig hat und für die Karriere des italienischen Komponisten, der ja leider nicht mehr unter uns ist, auf jeden Fall angucken. Die ist sehr stark. Und dann habe ich noch zwei Filme, die ich ganz fantastisch fand. Und das Ja. eine ist Tar. Weißt du, ob du von dem gehört hast? Gehört ja, gesehen nein. Mit Cate Blanchett. Meisterwerk, geht um eine Dirigentin eines Orchesters, deren Bilderbuchkarriere langsam zu bröckeln anfängt. Aus verschiedenen Gründen, ich will ja nicht zu sehr ins Detail gehen. Cate Blanchett ist unfassbar großartig in dem Film. Der ganze Film ist halt für viele vielleicht auch sehr trocken. Es geht halt viel um Musik und um Orchestermusik. Wer der nicht so die Ahnung, wer keine Ahnung hat, der wird bei manchen Begrifflichkeiten denken, was geht's jetzt? Aber der ist so geil geschrieben und so geil gespielt. Und du merkst nicht, dass der 2,5 Stunden geht. Obwohl der ein Okay. 2,5 Stunden Dialogfilm eigentlich ist, der ist richtig, richtig geil. Also da kann ich wirklich absolute Empfehlung aussprechen. Und dann einen Film, den wir, glaube ich, alle gesehen haben, den du wahrscheinlich vergessen hast, John Wick Chapter 4. Vergessen nicht, ich finde die toll, aber ich finde immer noch, dass, also ich finde die tatsächlich zu lang. Ja, Ich das ist finde, das Einzige, was ich ihm angreifen würde, dass er ne? zu Ja, lang ja. ist. Er ist zu lang. Ich finde immer noch, dass der zweite Teil für mich der beste ist. Und da So, stehst du aber auch relativ alleine da mit deiner Meinung. das mag sein. Aber Ich fand den ja, es zweiten ist. aber auch besser, wie er gemacht wurde. Ich finde den ersten ja am schwächsten. Ja, finde ich auch. Also ich finde den ersten auch am schwächsten, weil Ich er finde, halt sich noch. die haben sich über die Reihe sukzessiv gesteigert. Das ist wie Also, Final Destination so ein bisschen. Da war ja, der so ein erste auch bisschen. so, ja, ist der Handlungsfilm. Die werden natürlich cooler. Der vierte hat natürlich, er hat allein Donnie Yen und das ist geil. Und er hat Scott Adkins im Fettsuit, der plötzlich losfightet. Das ist auch geil. Der hat diese völlig absurde Treppennummer, Ja. die auch Spaß macht. Also er macht in vielen Momenten sehr viel Spaß. Der hat auch Computereffekte, wo du denkst, wow.
Es geht ja mit geilen Computereffekten. Allein Ja. diese Obenansicht, da war ja noch nicht mal Keanu Reeves anwesend. Das ist ja alles Computer. Das Ja. sind ja wirklich Leute in Tarnanzügen, die in irgendeiner Stage rumliefen. Und das sieht so gut aus. Und Ja. ja, er macht schon Spaß. Aber er hätte auch tatsächlich 20 Minuten kürzer sein können. Ja, da gebe ich dir recht. Ich finde aber, dass John Wick 4 das beste Beispiel dafür ist, dass die Leute, der war ja auch richtig erfolgreich, dass die Leute keinen Bock mehr auf diese CGI-Action-Kacke aus Marvel und Co. haben, sondern wieder mal so was, ne, lass die Leute wie Jed Stahelski, David Leitch, J.J. Perry, diese ganzen Stunt- und Kampfchoreograf-Legenden mal ran und lass die mal Filme machen. Und du merkst halt auch, wie geil es ist, wenn dann so ein B-Film, eigentlich im Grunde ein B-Film, mit Martial Arts Action und Gott weiß was, dann mit richtig Budget aufgepumpt und richtig auschoreografiert so geil aussieht wie John Wick 4. Und ich finde, das war actiontechnisch wirklich, ne, er hat seine Längen, er ist am Ende, wo du sagst, okay, 20 Minuten kürzer und hätte das Ganze ein bisschen tighter gemacht. Aber ich finde, der Film, war geil, hab mich richtig geflasht. Dass du mal sagen würdest, dass dir der ganze Marvel-Kram auch so langsam auf den Keks Nee, geht, das. da bin ich wirklich so, ich habe meinen Spaß mit Marvel gehabt, wirklich über viele Ja. Jahre hinweg und habe mich Ja, immer gefreut. ja. Und weil die Alle. für mich auch immer diese Mischung aus Action, aus Comic, aus Humor hatten und so. Aber seit Endgame war da nur noch punktuell so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ja, das ist ganz gut, mich öden die Serien teilweise an. Du merkst, das sind dann irgendwie eigentlich Konzepte für Filme, die dann auf Serienlänge gestreckt wurden. Und jetzt noch mit Jonathan Majors, der ja rausgeflogen ist. Oh, Ja, da. das wird noch Problem. Also es wird immer weiter bergab gehen. Es wird sicherlich mit Deadpool 3 wird noch mal rocken. Deadpool 3 wird Schon, noch mal weil er Hugh rocken. Jackman als Wolverine hat. Genau, und ich bin mal gespannt. Jetzt klar, jetzt diese neue Marvel-Serie Echo, die jetzt im Januar rauskommt, die wird auch R-rated, da sieht der Trailer auch wirklich gut aus. Ja, aber da bin ich trotzdem raus. Da bin ich mal gespannt, ob die zumindest actiontechnisch was kann. Aber ansonsten, ja, es ist halt, ich denke auch bei DC, das ist ja jetzt auch sang- und klanglos abgerauscht, das DCEU wird jetzt von James Gunn rebootet. Ich habe in James Gunn noch so ein gewisses Restvertrauen, dass Aber da, das. will man schon wieder eine neue Superman-Verfilmung sehen? Ich weiß nicht. Es kommt drauf an, wie es Gunn halt aufzieht. Also ich Ja, könnte mir ja. vorstellen, er führt ja auch Regie und schreibt Drehbuch geschrieben, dass das da wirklich ein guter Superman-Film wird, wo du am Ende Ja. sagst, ja, der hat mir echt gefallen. Aber ob man da gleich halt wieder so ein Universe draus stricken muss, ich weiß es nicht. Ich fand auch diesen Blue Beetle, den habe ich nochmal geguckt, der ja wirklich niemanden interessiert hat. Der war wirklich ganz nett. Der war wirklich ein schöner, kleiner Superheldenfilm mit einer tollen Susan Sarandon als Bösewicht. Okay. Der hat wirklich Spaß gemacht, aber ansonsten kannst du die Comic-Verfilmung dieses Jahr schon knicken. Also da The Ja. Flash und ach, leck mich Ja, doch am Arsch. hab mich alles nicht mehr gejuckt. Nee. Ja, Ja, dann haben wir's, da haben wir ne? es. Da Dann schauen wir mal, machen. was 2024 so bringt. Ja, Ne? da bin ich mal Und gespannt. ne? Verfolgt weiter die Medienhuren als Spotify, YouTube, die Webseite. Abonniert Facebook, Instagram und ja, betet die OnlyFans. Medien, OnlyFans, den Only. Das wollt ihr nicht. Da das, zieht sich so, da das, zieht sich das, der Zocki das aus. wollte ich gerade sagen, das macht dann Zocki. Ja, in Wir diesem sollten Sinne. irgendwie so ein Feature einreichen, so eine Bezahlplattform, wo du, wenn du genug bezahlst, kriegst du von Zocki immer Geburtstagsgrüße, nackt. Der schreit dich dann nackt an und wünscht dir alles Gute zum Geburtstag. Ich finde, das So, ist ein jetzt muss Geschäftsmodell. so, ich finde, ich muss mich jetzt übergeben. Wir machen jetzt Schluss. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.